Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem Video und freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und oh mein Gott, diese Woche jetzt hier, ja, das war so die oder ist die Woche der Überraschung, weil ja, ihr konntet es ja lesen, ich bin schon wieder überrascht worden. Ja gut, eigentlich wusste ich davon. Kleine Vorgeschichte. Die liebe Nathalie, die habt ihr ja jetzt bestimmt auch schon kennengelernt oder durch meine Videos kennenlernen dürfen. Die Sweet Jasmin Baby, sie macht ja auch hier Videos auf YouTube. Und durch die liebe Nathalie habe ich die Gamse kennenlernen dürfen. Und ja, die liebe Gamse hat auch einen YouTube-Kanal hier und den kann ich euch auch wärmstens ans Herz legen. Ich verlinke den Kanal hier unter meinem Video. Schaut mal unbedingt bei ihr vorbei. Der Kanal heißt Miss Fashion and Kreativ und es lohnt sich wirklich. Und ja, durch Nathalie habe ich dann so Kontakt bekommen zu Gamse. Und durch ihre Videos, durch die letzten, da hat sie ja dann erwähnt, dass sie bald Urlaub macht in der Türkei. Und dann habe ich so überlegt, Kerl, da gibt es in der Türkei doch dieses tolle Rosenwasser. Und ihr wisst ja vielleicht, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ich liebe Rosenduft. Und dann habe ich sie angeschrieben und gefragt, ob sie mir nicht dieses Rosenwasser vielleicht besorgen könnte. Ja, und sie hat sofort gesagt, klar, mache ich, kein Thema, ne? Und dann war sie jetzt ja, jetzt ist sie ja wieder seit ein paar Tagen hier in Deutschland und hat dann auch direkt das Rosenwasser ja zu mir geschickt quasi. Und gestern kam dann per Post das Rosenwasser. Also ich habe es noch nicht ausgepackt, aber ich bin etwas geschockt im positiven Sinne, weil ich weiß ja nicht, das Rosenwasser. Ich dachte, als ich das Paket in den Händen hielt, boah, was ist das denn für eine Riesenflasche, ne? Ja, aber ich vermute mal, sie hat mir nicht nur Rosenwasser eingepackt. Ich zeige euch mal kurz. Ich habe es geöffnet und schaut mal. Es ist mega schwer. Gamse, ich wollte doch nur das Rosenwasser. Und ja, sie hat mir einen Brief beigelegt, in dem sie schreibt: Liebe Nadine, heute ist es soweit. Mein Päckchen hat den Weg zu dir gefunden. Es sollte zwar nur das Rosenwasser werden. Ja, genau, ich wollte nur Rosenwasser. Doch leider ist die liebe Gamse an vielen hübschen Dingen vorbei, die auch der lieben Nadine gefallen könnten. Hoffe, du hast viel Spaß mit diesen Dingen. Das denke ich mal auf jeden Fall. Also, du bist verrückt. Grün verpackte Sachen sind aus Deutschland und die blauen aus der Türkei. Die blauen aus der Türkei, die grünen aus Deutschland. Ich werde verrückt. Also ihr seht, das ist die Woche der Überraschung. Erst das tolle Überraschungspäckchen von der lieben Andrea, jetzt Gamse. Womit habe ich das verdient? Ich bin mega aufgeregt mal wieder und ich möchte euch halt dran teilhaben lassen. So, ja, ich denke mal, es gab jetzt keine Reihenfolge, nur halt die Info, dass die grün verpackten Sachen aus Deutschland kommen und die blauen aus der Türkei. Fange ich mal hiermit an, hier drauf. Auf jedem Päckchen scheint sie was geschrieben zu haben. Total schön und liebevoll eingepackt. Danke, liebe Gamse. Hier steht drauf: Hierzu wirst du Milch brauchen. Milch? Ja, ist das was zum Essen? Also, ich bin wirklich jemand, es gibt viele, die ich kenne, die mögen so Milch nicht so unbedingt so pur trinken. Da habe ich keine Probleme mit. Abends mache ich mir schon mal gerne zum Einschlafen heiße Milch mit Honig. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Finde ich total lecker. Deshalb, ich packe es aus. Mein Gott, das ist wie Geburtstag und Weihnachten zusammen diese Woche. Was ist das? Oh, lecker. Gourmet-Trinkschokolade. Schaut mal. Kenne ich gar nicht. Also ich kenne Trinkschokolade. Ich hatte sowas auch schon mal von Rossmann, aber das ist Gourmet-Trinkschokolade. Boah, und dann dreimal Gamse. Ja, die Gamse hat mitbekommen wahrscheinlich, dass ich eine ganz süße bin. Und ja. Boah, ich würde jetzt am liebsten gleich mir ein Glas heiße Milch machen und das probieren. Aber Gamse, ich werde das, wenn die Fastenzeit vorbei ist, machen. Ich habe ja gesagt, ich versuche auf Süßes zu verzichten und bisher ist mir das gut gelungen. Aber danach freue ich mich und ich kann euch sagen, am ersten Tag, wo ich wieder Süßes essen werde, wird das zum Einsatz kommen. Ich liebe sowas, ich finde das total klasse. Halt, hier habt ihr den Stängel, ne? Und dann die Schokolade da dran und dann ab in die heiße Milch und auch Dankeschön. Total süß, also ich liebe sowas und ja.
Dankeschön. Ja, wie soll ich es machen? Erst alles Grüne oder, ach nee, wir machen mal im Wechsel. Jetzt nehme ich mir mal eins, was aus der Türkei wohl kommt. Ein blaues, da steht drauf, Ecci Beige wird dir bekannt vorkommen. Ecci Beige. Oh, ist das Tesafilm. Das hält Bombe hier. Ecci Beige wird dir bekannt vorkommen. Aus der Türkei. Oh, es ist nochmal eingepackt. Ach, das sind zwei. Guckt mal, das sind zwei. Was ist das? Oh mein Gott, ey. Wenn ihr wüsstet, ich habe schon wieder Gänsehaut und ich glaube, ich habe auch einen leicht erhöhten Puls. Oh mein Gott, was ist das? Das ist so gut verpackt. Ich will auch nichts kaputt machen. Gamse, oh Mann, ist das schön. Oh je. Oh, schaut mal, das ist ein Edelsteinarmband. Ach, du bist verrückt. Ach, ist das schön. Das sind die verschiedensten Edelsteine. Boah, das sind Achate, glaube ich. Und Bergkristall. Hier ist ein ganz kleiner süßer Amethyst, Aventurin, Tigerauge, Türkis, sogar echte Türkise. Boah. Und Karneol. Gleich ummachen. Ich hoffe, ich krieg's. Und dann mit so einem schönen goldenen Verschluss. Oh Mann, du bist verrückt. Boah, mich schüttelt's gerade. Ja. So, jetzt hoffe ich, ich krieg das alleine um. Oh Mann, ist das schön. Ich liebe ja sowas. Ihr wisst, ich bin ja Edelstein verrückt. Jetzt habe ich nur gerade Schwierigkeiten. Moment, einen Moment. So, ich habe es geschafft und ich bin hin und weg. Schaut mal. Oh, ich liebe sowas. Und dann aus der Türkei. Es ist wunderschön. Also damit kann man mich immer kriegen. Damit kann man nichts falsch machen mit Edelstein. Ich habe auch noch die Ohrringe von Andrea drin mit dem Malachit. Und jetzt so ein wunderschönes Armband. Oh. Meine Güte, und hier ist ja noch was. Das fühlt sich auch so ähnlich an. So fest und zart. Ach, Gamse. Nein. Oh, ich werde nicht mehr. Guckt euch das mal an. Boah, ist das schön. Das sind alles so Türkise. Und dann hier unten der große. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh. Wunderschön, Gamse. Also, Mann. Ne, Rosenwasser. Rosenwasser wollte ich doch nur. Es passt vielleicht jetzt nicht farblich, aber ihr müsst mich verstehen, ich muss sowas Schönes immer gleich umtun. Und ich versuche das mal alleine hinzukriegen. Moment. So. Okay, ich mache das mal. Oh, ist das toll. Okay, es passt jetzt nicht so, aber ich kann mir das ganz gut jetzt im Frühling und auch im Sommer vorstellen. Es ist ein Traum. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Oh Mann, mir fehlen mal immer wie die Worte und ich, ja, was sage ich in so Momenten? Ich bin von den Socken. Ich bin echt, also ich lasse das jetzt auch drum, egal, auch wenn es jetzt nicht so passt, aber ich könnte es, Moment, um den Kragen hier. Jetzt habe ich auch noch so ein Hemd angezogen. Wartet mal, so. Ach, ist das schön. Ich bin hin und weg. Dankeschön, ich darauf einen Kaffee. Prost. Mm. Du bist verrückt, Gamse. Dankeschön. Machen wir weiter. Grün kommt aus Deutschland und hier steht drauf, vielleicht eine Review? Fragezeichen. Eine Review. Okay. Ja, vielleicht. Mal gucken. Was ist das? Was ist das? Das ist so gut zu, muss ich gleich mein Messerchen zücken. Oh, wow. Und dann in so einem geilen Lila von La Cura Beauty. La Cura. Oh, was ist denn das? Irgendwas sagt mir das gerade was, aber jetzt weiß ich nicht. Long Lashes. Eine Mascara. Schwarzes. Für ein intensiv schwarzes Farbergebnis und ultra lange Wimpern. Vielen, vielen lieben Dank. Und die Bürste, guckt mal, die ist auch. Ja, noch ist sie schön in Lila. Also die sieht so geil aus. Ist, ja, wunderschön aus. Und ich werde auf jeden Fall, ich,
Ja, ich liebe es, solche Sachen auszuprobieren. Und ich kenne, wie gesagt, Lacura kommt mir bekannt vor, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich es hinstecken soll, in welche Kategorie jetzt. Also DM oder Rossmann, glaube ich nicht. Und da es ja grün verpackt war, kommt es aus Deutschland. Vielleicht verrätst du es mir irgendwann. Aber ich werde mir das notieren, dass dazu dann eine Review kommt. Aber dazu musst du mir verraten, wo es das gibt. Weil wenn das ja eine super duper Mascara ist und mir die gefällt, will ich die ja vielleicht irgendwann nachkaufen. Ich hoffe, die gibt es noch. Vielen Dank. Also mit, ja, ich muss immer hier meinen Schmuck bewundern. Toll. Das Armband. Oh Mann, schnell weiter. Blau. Body Spray In. Body Spray In. Okay. Irgendwas zum Sprühen für den Körper. Oh, sehr gut verpackt. Ich weiß noch nicht genau. Boah, es riecht. Könnte das sein, dass das. Boah, das riecht aber lecker. Leute. Moment, Gamse, du bist ein Verpackungskünstler. ja, nein, das Messer muss noch mal. Boah, ey, das riecht lecker. Da ist es. Endlich. Was ist das? Smell good. Parfümlü Colonia. Okay. Ja, das ist jetzt alles auf Türkisch. Schaut mal. Auch wieder in meiner Lieblingsfarbe. Aber das riecht echt. Ich sprühe mir mal, Moment, ich habe meinen Kaffee da. Oh, lecker. Und das fühlt sich total pflegend an. Also das riecht sehr, sehr gut. Das ist eins, ja, einer der Düfte, worauf ich total stehe. Ich kann es euch gar nicht erklären. Ich gucke gerade mal. Citronella, die. Geraniol. Also hier sind, glaube ich, Blümchenduft. Das riecht auch nach Blümchen. Sehr, sehr gut. Also sowas liebe ich ja. Auch für unterwegs. Ich finde von der Größe her super. Kann man auch gut mit im Sommer in die Handtasche packen und sich damit erfrischen. Dankeschön. Das ist, puh. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und dann noch aus der Türkei. Da kommt man ja so nicht dran. Also ich nicht, ne? Deshalb freue ich mich umso mehr, meine Güte. So, was Grünes. Ja, lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Das fühlt sich eher an wie so eine Kerze oder so. Ist das? Ah, was haben wir hier denn? Bio-Santon-Granatapfel. Das gibt's doch nicht. Das, schaut mal. Ja, die liebe Gamse, ich glaube, du hast mal mitbekommen, dass ich auf Sanddorn stehe. Kenne ich gar nicht. Neu steht drauf von Biosonne. 55% Frucht. Boah. Mit Rohrohrzucker aus kontrolliert biologischem Anbau. Habe ich auch noch nie gesehen. Ist an irgendeinem Bioladen hast du das gekauft, oder? Wahnsinn. Ich werde es mir auf jeden Fall schmecken lassen. Und werde, wenn ich dran denke, berichten. Aber ich werde dir Bescheid geben. 55% Frucht steht hier. Sanddorn ist auch ja, eine Frucht, die super gesund ist. Und ich mag sie sehr. Ist Hammer. Dankeschön. Ich bin volle Socken. Boah, und das riecht ja lecker hier. So, machen wir weiter mit Blau. Hier ist etwas Kleines. Da steht drauf, ich denke, der wird dir stehen. Ich denke, der wird dir stehen. Es hört sich jetzt so, wie du es geschrieben hast, an wie Lippenstift? Keine Ahnung. Was zum Schminken vielleicht? Ich bin gespannt. Oh Mann. Das ist. Danke. Mein Gott. Rosenwasser. Das Rosenwasser habe ich noch nicht entdeckt. So. Was haben wir hier? Oh, Rhapsody Lipstick. Ein Lippenstift aus der Türkei. Ja, und ihr seht schon, es ist eine gewagte Farbe. Und ich bin mal gespannt. Von, ja, Rhapsody Lipstick aus der Türkei. Und Moment, ich werde den mal. Hier ist noch so ein Klebeverschluss. Also,
Jetzt habe ich meinen ersten Lippenstift aus der Türkei. Wahnsinn. Ich war noch nie in der Türkei. Meine Eltern, die waren mal dort und haben mir eine Handcreme mitgebracht, die auch nach Rose geduftet hat. Oder ich habe die auch noch. Ich meinst du, ich kriege das jetzt hier offen? Und ja, wie gesagt, ich liebe ja Rosenduft. Aber da ist er. Wow. Ja, Gamse, das ist meine Farbe. Also gut, es würde sogar, ja, ich werde, riecht schon mal ganz gut. Oh ja, sehr schön cremig. Sehr schön cremig und deckt auch super. Ja, ich werde den mal ausprobieren. Ja, es ist eine gewagte Farbe. Ich traue mich an so Farben meistens nie dran. Ja, weil es halt so knallig ist. Aber definitiv werde ich den tragen jetzt diesen Sommer. Vielleicht auch in einem Video. Mal schauen. Und vielleicht blende ich euch jetzt mal ein Tragefoto ein. Also vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Lippenstift. Habe ich was zum, ja, nicht, dass ich mich hier einsaue. Vielen, vielen lieben Dank. Und dieses, boah, dieses, das riecht so lecker nach Blümchen. Genial. Genial. Boah, so, das war was Blaues, ne? Ja, ich glaube, hier ist auch mehr Blau. Also du hast mir viel aus der Türkei mitgebracht. Aber ich habe noch ein kleines grünes Päckchen. Da drauf steht etwas für die Lippen. Hier, ich habe doch schon was für die Lippen. Noch was. Das Messer mal wieder. Noch was für die Lippen. Oh, was ist das? Oh nein, wie süß. Ach, guckt mal. Ein Engel. Ich liebe ja Engel. Und, ach Mann. Das ist auch noch mal eingepackt. Das ist ein, ja, ein Lipgloss. Aber wo gibt's das? Das war jetzt hier aus Deutschland. Habe ich noch nie gesehen. Moment. Das müssen wir gleich ausprobieren. Das sieht nämlich nach einer ganz tollen Farbe aus. Ja, Moment. Ich glaube, ich hab's. Oh Mann, ist das schön. Schaut mal, das Döschen. Und hier seht ihr schon die Farbe. Es ist so ein Rot mit Goldschimmer und, oh, und es riecht lecker nach Vanille. Göttlich. Schaut mal. Auf jeden Fall sieht man schön goldenen Schimmer und ja, ich habe jetzt auch nur einen Lippenpflegestift drauf. Ich gehe mal rein. So. So ein Gold-Aprikot. Machen wir mal ein bisschen auf die Lippen. Okay. Und? Sehr, sehr schön. Auch was für den Sommer. Fühlt sich mega pflegend an. Und ich finde dieses. Also sowas, wenn das mal irgendwann leer ist. Schmeiße ich nie weg. Das ist einfach einmal hängender Erinnerung dran. Ne? Und ich liebe ja so süße Dosen und dann noch mit dem Engel drauf. Dankeschön, Gamse. Och Mann. So viele schöne Sachen. Fühlt sich echt total klasse an. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verschmiert. Das war grün. Dann kommt ein blaues. Da steht drauf, war lila und musste mit. Ja. Lila. Was ist das? Boah. Ja, holla die Waldfee. Ach, du ahnst es nicht. Eine mega, mega lange Kette in diesem schönen Lila. Also ich muss ja sagen, ich bin noch nicht auf diesen Perlentrip, ne? Also ich habe zwar, glaube ich, irgendwo Perlenohrringe, aber jetzt wird sich das dann wohl ändern. Aber ich denke mal, das muss man zweimal wickeln, oder? Moment. Nadine, die Wickelkünstlerin. So, aber Gamse, ich denke, gut, es passt jetzt nicht auf meinem kariertes Hemd, aber ja, ich werde das versuchen, dieses Jahr mal in so ein Outfit unterzubekommen, weil ja, Perlen. Ich finde Perlenschmuck toll. Nur ich wage mich da selber nie dran, weil ich immer mich schwer tue mit Kombinieren. Aber ich sehe aus hier. Och Mann, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr. Vor allem, weil die Perlen diese wunderschöne Farbe haben. Dankeschön. Und aus der Türkei ist. Super. Okay. Oh mein Gott, hier ist immer noch so viel drin. Ich mache mal weiter. Grün. Ich glaube, das ist das letzte grüne Päckchen, wenn ich. Ich meine ja.
Ich denke, den wirst du lieben. Ziemlich großes, aber dennoch leichtes Päckchen. Ich denke, den wirst du lieben. Aus Deutschland. Ja. Oh. Ja, ich liebe Sanddorn. Ach, guckt mal. Oh, da riecht schon so lecker. Von Cornwall oder Well The Tea Company. Goldener Preis. Boah. Prämiert 2013 mit 10% Sanddornbeeren. Ey, bist verrückt. Wo gibt's denn? Also diese Teemarke ist mir auch nicht bekannt. Wo kauft ihr immer diese schönen Sachen? Auch die liebe Andrea hat mir auch so einen tollen Tee. Lipton. Gut, da weiß ich, den gibt's wohl im Real. Aber Gamse, wo gibt's den? Den werde ich mir heute machen. Spätestens nach dem Mittagessen heute. Dankeschön. Früchtetee mit Hibiskus und Sanddorn. Ich werde nicht mehr. Und dann noch hier Sanddorn. Was ist das eigentlich? Marmelade? Marmelade, ne? Ja, morgens brauche ich eigentlich immer zum Frühstück was Süßes. Aber ja, also dann so Marmelade, ne? Mit Käse obendrauf. Dankeschön. Ja, jetzt glaube ich, habe ich... Ach Gott, noch so viel aus der Türkei. Du bist verrückt, Gamse. Es klackert. Kieselsteine zum Essen. Kieselsteine zum Essen? Was ist das? Das sieht ja aus wie Edelsteine. Schaut mal. Hier. Kieselsteine zum Essen aus der Türkei. Ah, ich liebe sowas. So Sachen, die es halt hier in Deutschland nicht gibt. Schokoladensteine steht hier drauf. Oh, und dann noch so eine schön verpackt, ne? Also Gamse, vielen Dank. Ich werde die essen und die werden mir bestimmt sehr, sehr gut schmecken nach der Fastenzeit. Genau wie die leckere Trinkschokolade. Oh Mann. Okay, machen wir weiter. Blau, Türkei. Fürs Gesicht und Hände. Fürs Gesicht und Hände, okay. Ja, könnte irgendwas Tubenähnliches sein. Oh, dieser Lipgloss, der ist so schön weich. Was ist das? Nitro Canada. Eine schöne Tube. Schaut mal, das sieht aus wie Pfirsich, Aprikose oder Frucht auf jeden Fall. Ja, jetzt steht hier alles. Ich kann kein Türkisch leider, aber ich werde mal dran schnuppern. Für Gesicht und Hände, okay. Oh ja, das riecht aber lecker. Moment. So sieht das aus, eine schöne Creme. Dann schmiere ich mir das mal auf die Hände. Oh ja, das riecht schön fruchtig und ich merke das direkt. Das ist so eine reichhaltige Creme. Das ist toll. Dankeschön. Also das spüre ich direkt. Ja, und das kann man auch fürs Gesicht. Okay, werde ich mal ausprobieren. Danke, danke. Oh Mann, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Dann machen wir hiermit weiter. KitKat braucht ein neues Heim. Oder KitKat? KitKat braucht ein neues Heim. Okay. Was ist das? Oh nein, wie süß. Oh, schaut mal. Ist das knuffig. Eine Schlüssel irgendwas hier. Moment, ich hol's mal raus. Och, ist das drollig. Ja, bei mir ist, das kommt an meinen Schlüsselbund, definitiv. Weil ich habe da letztens meinen Anhänger verloren, ja. Ich hatte da so einen schönen Anhänger drauf, dran. Und jetzt ist mein Schlüsselbund nackig und das kommt deshalb wie gerufen. Och, ist das süß. Keycover. Also, das kommt, ja, ach, das ist so ein Schlüssel, wie soll ich sagen? Ach so, da kann man dann den, schaut mal, so sieht der auch, wie süß. Dankeschön, Gamse. Das kommt an mein Schlüsselbund gleich. Sehr, sehr schön. So schöne Sachen, wirklich. Mann, du hast dir echt... Ja, machen wir weiter. Kleines blaues Päckchen. Ein Engel für Nadine. Noch ein Engel? Ja. Und du bist auch ein Engel, Gamse. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, hätte ich das gewusst, Mensch. Ein Engel für Nadine. Okay. Oh, ach, wie süß. Guck, noch eine Kette. Schaut mal, aus der Türkei. Oh, ist das schön hier mit den Kristallen. Ein Traum. Dankeschön. Also das ist
Wunderschön. Ich liebe sowas. Ja, okay, ich werde die bestimmt bald mal tragen in einem Video, Gamse. Aber jetzt bin ich hier so zugehangen und ich habe auch Angst, dass sich sonst was verheddert. Aber ich liebe sowas. Dankeschön. Das bedeutet mir alles sehr, sehr viel, wirklich. Und ja, vielen Dank. Das ist herzallerliebst. Ich liebe sowas. Oh mein Gott, hier ist immer noch so viel drin. Was? Natalie in Pink und du in? Natalie in Pink und du in? Fragezeichen. Also Natalie hat dieses hier in Pink und ich? Mein Gott, ich bin so aufgeregt, Mann. Oh, ich sehe ja lila. Ach, wie süß, schau mal. Ist das so eine kleine Geldbörse, ja? Ach, wie süß in Herzform. Auch ist das knuffig, ey, so tolle Sachen. Ja, guckt mal, das kann man hier öffnen und dann. Ey, das ist ja genial. Das finde ich gut. Gerade wenn man so auf Feiern ist und nicht so ein großes Portemonnaie mitschleppen möchte. Ja, oder man kann auch so kleine Sachen als Schminktäschchen auch. Muss ja nicht als Portemonnaie, fällt mir gerade ein. Guck mal, okay, nee, das könnte zu dick sein. Aber Lippenstift, dieser schöne Lippenstift, der passt hier rein. Haha. Ach, das ist toll. So tolle Sachen. Dankeschön, Gamse. Oh mein Gott. Also hat Nathalie sowas in Pink bekommen. Ah ja. Nathalie? Kuckuck. Ich bin lila. Ich hab's in lila. Und auch hier drauf steht immer dieses lila Smiley. Ja, ich kann es nicht ändern. Was haben wir denn da? Oh, eine Seife. Multivitamin. Schaut mal, aus der Türkei. Das sieht mir. Soll ich sie aufmachen? Doch, ich bin neugierig. Ich mache sie offen. Sowas mache ich auch ganz gerne mal in meinen Kleiderschrank. Oh ja. Oh, die riecht aber lecker. Oh mein Gott. Die riecht echt gut. Seht ihr? Ein großes Stück Seife. Multivitamin. Also sowas packe ich mir wirklich gerne in meinen Schrank. So zum Beduften des Schrankes, der Wäsche. Vielen, vielen lieben Dank. Vitaminseife. Ich werde nicht mehr. Oh mein Gott. Und hier ist immer noch so viel drin. Gamse. Zucker, Kaffee, lila. Zucker, Kaffee, lila. Okay. Zucker, Kaffee, lila. Das ist super, super, duper gut verpackt. Also ohne Messer wäre ich jetzt echt aufgeschmissen hier. Was ist das? Zucker. Kaffee lila. Och, och nein. Och, ist das schön. Ich liebe sowas. Gamse. Oh nein, guckt mal, so einen schönen Zuckerlöffel für die Zuckerdose. Ja, sowas habe ich noch gar nicht. Sowas. Und ja, lila, weil hier oben ist ein lilafarbener Kristall. Oh, ist das schön. Ich finde das. Das ist so schön. Das ist. Wie soll ich beschreiben? Ja. Ich weiß das echt zu schätzen. Es ist echt schön gemacht mit dem Blümchen hier. Guckt mal. Seht ihr das? Also, Dankeschön. Das ist, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Machen wir weiter. Auch für dein schönes Zuhause gibt es den Blick vor Bösen. Oh, okay. Irgendwas, was das Böse in meinem Haus von mir fernhält. Au. Was ist das? Also, ich glaube, hier muss ich jetzt dann mal eben kurz schneiden, weil das ist sowas von zu gut zugeklebt. Ich glaube, ich brauche ein bisschen. Moment. Ist das? Ist das? Ich bin von den Socken. Vorsichtig auspacken, nicht kaputt machen. So, ich habe jetzt die dicke Folie geschafft abzumachen und jetzt ist hier so ein Beutel und da sind so Flaschen. Was ist das Tolles, Gamse? Moment, ich greife mal rein und gucke mal. Ach, das hängt alles zusammen. Ich dachte, die wären. Ach, wie süß, was ist das? Guckt mal, das hängt hier an so einem Bändchen. Hier ist so ein schönes Emblem und dann haben wir hier ganz viele
mit irgendeiner Flüssigkeit. Ich tippe mal auf Wasser und dann, was schwimmt denn hier drin rum? Ach, das sind dieses Auge, ja. Und das, genau, das soll das Böse von mir fern oder von meinem Zuhause fern. Das ist ja eine tolle Sache. Süß. 4 Fläschchen mit diesen Augen drin und dann noch so ein blaues Steinchen. Ja, das ist wirklich was, ja, aus der Türkei, was man hier nicht so bekommt, ne? Das ist ganz schön schwer. Also ich werde, ich habe da oben an der Decke, das sieht man jetzt nicht, habe ich noch einen Haken frei, da kommt das dran. Das hat mich schon vor lauter Aufregung verschluckt. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist schon, ja, ist halt so symbolisch, ne? Und ich mag ja sowas. Total. Vielen Dank. Jetzt muss ich es vorsichtig hier mal eben. Moment. Dankeschön. So viel, Gamse. Mann. Deo. Lila sind alle deine Farben. Schreibt sie. Lila. Okay. Ja. Lila. Ja. Oh, okay. Ein Deo. Sela, spricht man das so aus? Sela Dream Parfüm. Aha. Ich bin ja neugierig, ne? Komm, schüttel mal und sprüh das mal hier auf meinen Ärmel so. Oh ja, da fange ich gleich an zu träumen. Das riecht fruchtig süß. Das habe ich schon an der Nase. Oh ja, das ist... auf jeden Fall ein Duft, den ich gerne benutzen werde, weil er riecht zum Glück nicht zu süß. Nee, total angenehm. Dankeschön. Jetzt habe ich in irgendeinem aufgebraucht Video werdet ihr das sehen, aber ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, weil ja, ich hänge immer an so Sachen und ja, gerade so von Geschenken her und ja, dann möchte man das nicht aufbrauchen, aber es riecht echt lecker. Dankeschön. Auch noch einen Schluck. Machen wir weiter. Was ist das? Colonia, das türkische Desinfektionsmittel. Bei Fragen keine Scheu. Okay. Das türkische Desinfektionsmittel? Ja, ich habe bestimmt Fragen. Ich werde dich fragen. Türkische Desinfektionsmittel, okay. Oh, ich sehe schon. Das scheint mir auch, ja. Naja, war schon irgendwie was grünlich-gelbliches. Aber toll verpackt. Moment, das reicht noch nicht. Es dauert wieder einen Moment. Auch das ist super verpackt. So, ich habe es geschafft. Ah ja, irgendwas mit Limone. Ich kann ja kein Türkisch. Schaut mal. Ja, Gamse, ich glaube, da habe ich dann ein paar Fragen zu. Ich könnte vermuten, sprüht man das... Moment, ist das ein Sprühkopf? Nee, muss man abdrehen. Ich werde jetzt mal vorsichtig dran schnuppern. Oh, lecker. Das erinnert mich an was. Also Colonia, Lemon Colonia. Ist das dann für den Körper? Ich sag mal so, das wäre natürlich super, ne? Entweder ist es was, wo ich mir die Hände mit vielleicht einreiße. Also Desinfektionsmittel. Oder für abwaschbare Flächen im Haushalt. Auf jeden Fall eine tolle Sache und ich bin schon sehr gespannt, was du mir hierzu sagen kannst, weil ich kenne es nicht. Aber es riecht sehr lecker nach, also ich mag das ja, ne? Dieses Zitronen-Limonenduft mag ich auch total und das riecht echt, ich würde es mir auch hier so an meinen Hals hinter der Öhrchen machen. Vielleicht hält das ja auch Mücken fern, das wäre toll im Sommer. Dankeschön. Ich werde dich fragen, wie man das richtig anwendet. Okay, machen wir weiter. Steht drauf, Beauty to go. Beauty to go. Ach, wie süß. Ach, wie süß ist das denn? Guckt mal. Ein Wimpernzange, ein Anspitzer. Sehr gut. Meiner ist nämlich leicht kaputt gegangen vorgestern. Ich weiß auch nicht, was ich immer mit meinen Anspitzern mache. Auf jeden Fall spitzt der meine Stifte nicht so an. Oh, aber das ist ja, Moment, auch wie süß. Guckt mal mit so einem grünen Griff und okay, ja,
Okay, machen wir jetzt nicht. Ich habe nämlich Wimperntusche drauf. Ich benutze nicht immer eine Wimpernzange, aber ich denke mal, ich werde es jetzt mal die Tage ausprobieren. Ja, ich habe immer ein bisschen Angst, dass mir da ein Fehler unterläuft. Auf einmal reiße ich mir aus Versehen meine Wimpern ab. Ein Anspitzer. Und dann noch sehr gut für größere, habe ich ja auch, so dickere Jumbo-Pencil und für toll. Und dann noch in grün. Und dann, mein Gott, was ist denn das? Das ist ja total süß. Hier haben wir dann so ein kleines Väschen. Ich denke, ja, da waren die jetzt gerade, weiß so viel. Ein Nagelknipser, auch nie verkehrt. Eine Nagelschere. Das könnte, oh, was ist das nochmal? Ist das so ein Nagelhautknipser? Ich glaube ja, ne, wenn man zu viel überstehende Nagelhaut hat. Und noch eine Feile. Super, das kommt gleich wieder alles hier rein. Sowas finde ich ja toll. So hat man dann die ganzen Sachen zusammen. Schaut mal. Total süß. Ich liebe sowas. Dankeschön. Warte mal, nicht, dass das umkippt. Oh mein Gott. So, jetzt habe ich hier, das ist nicht blau eingepackt, aber das ist wieder super hier in dieser Knallfolie. Bombe. Wie viel Tesafilmrollen, wie viel Meter hast du verballert, Gamse? Okay, das kann auch ein bisschen dauern, ihr Lieben. Das war jetzt ein Kampf, sage ich euch. Boah, und jetzt haben wir hier wieder hübsch im blauen Papier. Die Farbe steht dir doch so. Die Farbe steht dir doch so. Okay, was ist das? Das ist ein Kästchen. Ein Kästchen. Was haben wir denn hier? Wow, von Flormar. Flormar, das gab es doch früher mal bei Douglas, oder? All over Eyeshadow, Lights of Flowers. Och, ich werd nicht mehr. Hast du mir echt von Flormar ein Eyeshadow? Moment, da müssen wir doch gleich mal gucken. Ich liebe ja Eyeshadow. Ich muss auch unbedingt jetzt eine Lidschattenlotto bald mal wieder drehen. Ach, wie schön. Guckt mal. So sieht die Dose aus und ich sehe schon dieser wunderschöne Farbton und dann noch in so Wellenmusterform. Lights of Flowers, All Over Eyeshadow. Hier ist noch so ein Schutzkleber. Boah, ist das eine tolle Farbe. Ich liebe sowas. Ja, Dankeschön, Gamse. Mann, Mann, Mann. Du hast ganz Türkei leer gekauft, kann das sein? Ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt öffne ich mal. Tada. Mit kleinem Spiegel sogar hier oben. Und das ist ja toll. Die schimmert so richtig toll. Guck, ich mache mal vorsichtig einen Swatch. Oh, das ist eine Farbe, die würde auch wunderbar jetzt zu meinem Outfit hier passen. Werde ich auf jeden Fall bald ausprobieren. Und dann kommt dieser Lidschatten auch in meine Lidschatten-Lotto-Kiste. Ein toller Farbton. Auch die Verpackung total edel. 5 Gramm, das ist eine Menge. Passt auch gut zu dem Lippenstift, den du mir, ne, geschenkt hast. Wo ist denn jetzt mein Lappen hin? Also vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich bin ja so ein kleiner Mono-Eyeshadow-Junkie. Ich kann mich da immer schwer zurückhalten, aber Flormar, da komme ich halt so nicht dran. Und jetzt hast du mir einen so wundervollen Lidschatten mitgebracht. Dankeschön. Ist echt eine tolle Farbe. Packe ich jetzt erstmal wieder hier in diese schöne, auch der Karton. Total süß gemacht. Richtig toll. Oh Gott. So, es geht weiter. Hier steht ganz viel drauf. Mal die etwas andere Art Kaffee zu genießen. Viel Spaß dabei. Eigentlich in eine Tasse und dann mit heißem Wasser oder Milch übergießen. Ich liebe sowas. Ich bin Kaffee-Junkie, ich weiß. Mittlerweile ist dieser jetzt hier kalt. Kalten Kaffee mache ich nicht ganz so gerne. Was ist das denn alles? Eieiei, huch! Okay, das erste, also hier ist mehreres drin. Viel Schaum, schreibt sie. Von Nescafé aus der Türkei. Schaut mal. Das denke ich mal, solche Sachen gibt es wahrscheinlich bei uns gar nicht. Viel Schaum. Schaum ist immer gut. Sei es auf dem Kaffee oder in der Badewanne. Dankeschön. Dann nochmal was von Nescafé. Haselnussaroma. Oh ja, da stehe ich auch drauf. Da stehe ich auch drauf. Nüsse sind immer gut. Und dann noch ein rot verpacktes von Nescafé.
Bin ein heiß Zucker Kaffee Milch in eins. Ach, bin. Das ist kein B, Nadine, das ist ein 3 in 1. Heißt Zucker Kaffee Milch in eins. Super. Oh Mann, ich liebe das, sowas auszuprobieren. Und von Nescafé Cappuccino, Schokoladen-Cappuccino, oh ja. Ja, da bin ich noch am Überlegen, jetzt zur Fastenzeit. Aber ich denke mal, da darf man sich, ja, mal so ein... Also da werde ich mir schon sowas gönnen, ja. Ja. Und, was ist das? Kaffee Crown, Südlü Salep. Bitte mit heißer Milch trinken. Gerne, ich liebe ja Milch, schaut mal. Kenne ich gar nicht. Ja, es kommt ja auch aus der Türkei und ich freue mich. Dankeschön. Jetzt weiß ich nicht, was ich heute als erstes ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich den Tee ausprobieren auf jeden Fall. Und das. Ja. Mann, wir haben es gleich geschafft. Hier sind noch 3 größere Sachen drin. Wahnsinn. Die Naschtüte. Eine Naschtüte, okay. Wenn es dann was zum Essen ist, darf ich erst nach der Fastenzeit naschen. Aber gut. Bis dahin wird sich das ja halten, ne? Die paar Wochen. Oh, oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Was haben wir denn hier? Olips, Olips? Okay, das scheint mir Lemon mit Vitamin. Oh, guckt mal. Das sind so schöne, fruchtige Limonenbonbons. Oh, ich würde es jetzt am liebsten, wirklich, Gams, ich würde es jetzt am liebsten ausprobieren, sofort mir so ein Bonbon in den Mund schieben. Aber ich will das jetzt mal ein bisschen ernster nehmen mit meiner Fastenzeit. Aber danach ist alles fällig. Danach werfe ich mich über alles. Was ist das? Irgendwas mit Banane. Oh, das ist toll. Bubble. Ach, das ist Kaugummi, oder? Babol, glaube ich, heißt das. Moment. Ich denke mal, ich würde mal tippen, Kaugummis mit Bananengeschmack. Habe ich ja noch nie gesehen. Oder Bonbons. Ich weiß es nicht. Babol, aber ich würde... Ja, das scheint mir Kaugummi zu sein. Ich bin zwar jetzt nicht so die Kaugummi-Kauerin, ich glaube, ich habe schon mehrere Jahre kein Kaugummi mehr gekaut, aber dann wird es ja mal wieder Zeit, ne? Dankeschön. Und dann noch mit Bananengeschmack. Ich liebe Banane. Noch was Süßes. Das ist, ja, das sieht lecker aus. Ich mag sowas. Fruchtgummi sowieso und dann noch so mit Zucker und oh, das sieht auch lecker aus. Und ich darf jetzt nicht. Danke, ich darf jetzt nicht. Und dann noch eins, auch von dieser Firma Olips, Menthol Eukalyptus, denke ich mal, heißt das. Oh, ich liebe sowas. Also da würde ich jetzt auch eine Ausnahme machen. Am Sonntag haben wir mit dem Chor einen Auftritt, in der Kirche singen wir. Und da lutsche ich, also Bonbons, denke ich mal, ein, so ein Bonbon darf ich mal lutschen. Die werde ich Sonntag mal einpacken und mir ein Bonbon, bevor ich in der Kirche singen muss, werde ich davon naschen. Ich liebe sowas. Ja, vorletzte. Oh, das ist aber schwer. Irgendwie, was steht hier? Auch du hast sie, die Nagel... Auch du hast sie, die Nagellack... Nagellackbox. Nagellackbox? Ja. Nagellack ist immer gut. Und Box natürlich. Okay. Moment, Moment. Knister, knister. Ach, wie toll. Die Schale hier, guckt mal. So eine Plastikschale. Süß. Sowas mag ich ja. Und dann noch in so einem schönen Grün für den Frühling. Ideal. Aber was haben wir hier? Einmal was in so einer Tüte verpackt. Und dann befinden sich hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich vermute mal Nagellacke. Gamse, hast du mir 6 Nagellacke eingepackt? So, und jetzt geht der Kampf wieder los. Der Kampf, dieses Ding hier zu entpacken. Oh. Na, 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 na. Hä? Boah, schaut mal. Irgendeine blaue Pulle mit blauer Flüssigkeit. Milano. Alles auf Türkisch. Moment. Aber hier sind Fingernägel abgebildet. Ist das... Ich öffne mal vorsichtig. Da ist dann noch so eine Schutzkappe. Oh ja, jetzt weiß ich, was es ist. Gamse, Nagellackentferner. Ach, und da ist auch, guckt mal, das ist so ein Schwamm. Ja, ich will jetzt nicht reingehen, weil ich mir die Nägel frisch gemacht habe. Ah, okay, das ist also auch so ein Fläschchen, wo... Oh ja, das, aber das sieht ja richtig edel aus.
Aber man riecht, aber es riecht auch gut. Also ich glaube, hier ist dann auch Blümchenduft. Also man merkt gleich, es ist Nagellackentferner, aber es hat auch einen angenehmen, noch einen anderen Duft, haben die dabei gemischt. Dankeschön. Ich liebe sowas. Ne? Also im Moment sowieso. Immer Finger ins Töpfchen und ab geht's. Ja, jetzt packe ich die Nagellacke aus. Jetzt bin ich bin ja, ihr wisst, ihr seht im Hintergrund meine Nagellacke. Ich liebe Nagellacke und habe den ersten. Ein super schönes Braun. Oh ja. Von Shine Colors Gabrini Multivitamin. Aha. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ein Nagellack ist mit die Nummer S19. Okay, mit Multivitamin. Das ist ja cool. Also die Firma, klar, ist eine türkische, kenne ich nicht. Riecht typisch nach Nagellack, hat ein ja, mitteldickes, dünnes Bürstchen und auch ja. Aber so einen Ton, glaube ich, habe ich noch gar nicht. Das ist so ein Schlammbraun. Und da ist sogar ganz dezenter Schimmer drin, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob es die Kamera, seht ihr das hier? Oh, der sieht ja toll aus. Oh ja, danke schön. Nummer 2. Multivitamin-Nagellack, noch nie gehört. Von Pastell. Oh wow, Pastell, da hast du ja auch ganz, das ist, ne, kommt aus der Türkei auch, Pastell. Und Wahnsinn, mein erster Pastell-Nagellack. Dann noch in so einem schönen Glitzergold. Boah. Oh, danke schön, mein erster Pastell-Nagellack. Oh ja, da ist das Bürstchen dicker, seht ihr? Oh ja, oh ja. Vielen lieben Dank. Habe ich schon viel von gehört. Und du bist ja auch selber sehr begeistert davon und ich freue mich schon, meinen ersten Pastellnagellack auf meine Nägel zu pinseln. Was haben wir hier? Wow, noch ein Pastell. Und dann noch so ein schönes Mint. Oh, ist der schön. Och Mann, Dankeschön. Noch einer. Ich bin echt geflasht. Noch mal Pastell. Boah, der ist ja geil. Das ist so ein Meeresblau mit Schimmer. Schaut mal. Seht ihr das? Mit leicht grünlichem Schimmer von Pastell. Oh, ist der schön. Dankeschön, Gamse. Und jetzt haben wir noch welche, die. Der hier, der hat eine andere Form. Na, mal schauen. Hihi, süß. Ein Zipfel. Moment, Moment. Kommst du? Ah, der will noch nicht. Der will noch nicht. Okay. Hier sieht es aus, wenn ihr das sehen könntet. Riesenmüll hier vom Auspacken. Ach, von Flormar. Ist das eine schöne Farbe? Guckt mal, von Flormar. So ein schönes, ja, helles, beeriges Pink, würde ich sagen. Dankeschön. Oh, Wahnsinn. Und der letzte. Was ist das denn? Oh, wie schön. Gabrini, von dieser Gabrini-Marke ein Konfetti-Nagellack. Oh, ist der toll. Und es sind auch wieder meine Farben. Seht ihr das? Ich hoffe, ja, das ist so ein Fliederton. So weiße und fliederfarbene Konfetti-Teile. Oh, danke schön, Gamse. Danke. Der ist ein Traum. Oh, am liebsten würde ich jetzt direkt alles ausprobieren, aber ich habe es mir gestern frisch lackiert. Ah, und jetzt kommen wir. Dann haben wir es geschafft hier. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Teil. Hier steht drauf das berühmte Wasser. Ja, und du solltest mir ja, ja, ich wollte ja nur das Rosenwasser haben. Ne? Und dann schickst du mir so ein tolles Päckchen. Also, da ist es. Oh. Rosens. Ja, das ist dann dieses berühmte Rosenwasser. 300 Milliliter, Wahnsinn. Und jetzt wird dran geschnuppert. Ich liebe Rosenduft. Aber ich habe jetzt auch noch hier, das riecht so lecker auch. Und auch hier das Deo. Hoppala. Und jetzt, ja, sie sollte mir, ja, du solltest mir jetzt das Rosenwasser nur schicken. Wenn ich das geahnt hätte, dass du dann mit so einem tollen Päckchen kommst, boah, das nenne ich mal eine große Pulle. Ja, 100% Natur steht hier drauf. Secret of Useful Skin.
Oh, hier steht sogar auf Deutsch. Rosenwasser, 100% naturreines, pures Rosenwasser. Enthält kein Alkohol, keine Konservierungsstoffe, an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. Okay, das kommt dann in den Vorrat. Jetzt bin ich gespannt. Oh, ja. Oh ja, das riecht toll. Ich nehme mal hier so einen kleinen Klecks. Das ist Rosenwasser pur. Das, oh lecker. Und jetzt so eine Drink. Also ich liebe diesen Duft und ich freue mich schon, dieses Rosenwasser. Eigentlich zu schade zum Verbrauchen, aber dafür ist es ja. Und ja, vielleicht kennt das ja jemand von euch, dieses 100% Rosenwasser aus der Türkei und Gamze. Ja, das riecht göttlich. Ich liebe das. Und Dankeschön, dass du mir das Rosenwasser besorgt hast. Ja, und für die mega vielen tollen Sachen hier. Wo ist denn mein Armband? Das hat sich schon versteckt. Hier. Also, ich bin hin und weg und wirklich mal wieder geflasht. Ja. Das riecht göttlich, wirklich. Oh mein Gott. Boah, so viele tolle Sachen. Und ja, ich danke dir. Tausend Dank. Du hast mich mega überrascht. Ja, alles. Es ist wirklich alles wunderschön und... Ja, du hast dir echt Gedanken gemacht. Dabei wollte ich ja nur das Rosenwasser haben. Und ja, fühl dich tausendmal gedrückt von mir. Schick dir eine liebe Umarmung. Und ja, wie gesagt, wer die liebe Gamze noch nicht kennt, die Miss Fashion and Kreativ, schaut mal bei ihr vorbei. Ist eine ganz süße, liebe Maus auch. Und ich bin wirklich, ja, von den Socken geflasht und alles. Und tausend Dank, ich... Kannst nur immer wiederholen und ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ja, dass ich euch mitgenommen habe. Aber als ich gesehen hatte, dass halt so ein fettes Päckchen von Gamze kam, dachte ich mir schon, da ist nicht nur das Rosenwasser drin und wollte euch einfach mal wieder mitnehmen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank an dich, Gamze. Muah. Fühl dich geknuddelt. Und vielen Dank an euch, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen, für eure Zeit. Es ist wahrscheinlich jetzt wieder ein längeres Video geworden, aber ja, bei so vielen Sachen, die ich ausgepackt habe, bleibt das nicht aus. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und Freude und ich freue mich, von euch zu lesen. Ich freue mich immer über all euer Feedback, sei es hier, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, jetzt bleibt mir nur wieder zu sagen, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns mit Sicherheit ganz bald wieder. Ja, bleibt mir gesund und bis ganz bald. Eure Nadine.